Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich habe ein paar Kleider für meine Mama und für meine Cousine bestellt von Shein. Ich glaube, ich habe mittlerweile in jedem Vlog ein Shein-Haul drin. Und ich hoffe, das stört euch nicht, aber ihr könnt hier vorspulen, wenn euch das nicht interessiert. Und ich werde mal sagen, wie ich die Qualität und so dieses Mal finde, weil ja, ich habe so ein Abendkleid bestellt für den Abschlussball meiner Cousine. Ihr fragt mich ja immer, ob ich nur Sachen für mich bestelle. Nein, ich bestelle auch für meine Mama und für Freundinnen und sonst was mit. Also nicht nur alles für mich. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Kleid mir passen wird. Ich denke nicht vom Abschlusskleid, aber sonst zeige ich euch das so. Aber den Rest zeige ich euch dann. So, und zwar ist das Kleid für meine Cousine. Und das passt mir. Das ist Größe S und passt mir, okay. Ja, das hat so Blümchen an den Ärmeln mit so goldenem Akzent. Ich finde das richtig schön. Ich habe das nicht ganz zubekommen, weil ich alleine bin. Aber richtig, richtig schön finde ich das. Und das war auch nicht teuer. Ich habe euch das unten in der Infobox verlinkt. Der Stoff ist auch ein bisschen hochwertiger. Der ist auch dick. Also ist kein dünner Stoff. Ich glaube, so sieht man das ganz gut. Also richtig schöner Stoff. Also sieht aus wie so ein richtiges Ballkleid. Richtig schön. Da freut sie sich bestimmt. So, dann kommen wir zum nächsten Kleid. Das ist auch richtig schön, finde ich. Das ist mit so einem goldenen Gürtel. Und ja, das hat so einen schönen Ausschnitt. Das sieht aus wie so ein Wickelkleid. Ich finde das richtig, richtig schön. Und die Ärmel sehen so aus. Moment. So sehen die Ärmel aus. Ich finde es richtig schön. Ich habe es leider auch jetzt nicht hinten zubekommen, weil es einfach zu offen ist. Zu hoch geht. Ich habe es... Und Auda ist gerade mit den Mädels beschäftigt, deswegen kriege ich das nicht zu. Genau, unten ist das, wie man sieht, eine Seite ist kürzer als die andere. Ich finde das wunderschön. Das ist nicht für mich, aber ich finde es trotzdem schön. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben, wie ihr das findet, ob ihr das anziehen würdet. Das interessiert mich immer voll. Ja, das ist das eine. So, das nächste Kleid ist genau meins. Das sieht so süß aus. Das werde ich auf jeden Fall behalten. Es hat hier so einen Gürtel und ist... Also man sieht die Unterarme, also wenn du dich bückst und so, also darunter müsstest du auf jeden Fall so eine Hotpants anziehen, weil wenn du dich bückst, dann sieht man alles. Das ist total breit, aber mit dem Gürtel kann man es halt enger machen, das ist mit dabei. Boah, ich finde es wunderschön. Ja, das behalte ich auf jeden Fall und freue dich auf mich Sommer. Ich liebe weiße Kleider im Sommer, muss ich sagen. Und das Kleid gefällt mir sehr, sehr gut. Das hätte ich auch in S bestellen können, aber dann wäre es viel zu kurz. Deswegen, wenn ihr eine M trägt bei Kleidern, lieber eine M bestellen. So, kommen wir zu Mamas Kleid. Und zwar ist das das. Das geht fast, also bei mir geht das bis hierhin. Bei Mama wird es bestimmt bis zu den Knöcheln gehen. Die ist ja kleiner als ich. Richtig schön. Also, das könnt ihr jetzt, glaube ich, auch eine anziehen, die mit einem Kopftuch trägt. Also, das sind auch wirklich sehr schöne Kleider für Frauen, die ein Kopftuch tragen, muss ich sagen. Und ich finde das so schön. Das war auch nicht teuer. Und es ist auch nicht durchsichtig. Ist das jetzt Größe M bei mir? Das gefällt mir richtig gut. Das wird meiner Mama auch gefallen. Ich zeige ihr das mal gleich durch die Kamera. Und ich bringe das dann auch morgen direkt vorbei. Weil wir müssen eh bei Kaufland einkaufen. Dann fahre ich kurz vorbei und gebe ihr das. Da wird sich auf jeden Fall freuen. Übrigens könnt ihr mit meinem Code immer noch 20% sparen, muss ich sagen. Muss ich noch dazu erwähnen. So. Und das ist mein neuer Schlafi. Es ist jetzt ein bisschen zu heiß dafür, zu warm. Der ist richtig dick, deswegen sehe ich so fett aus. Ja, so sieht es an den Beinen aus. So, Hasenöhrchen. Richtig cool. Und das sind die Ohren. Perfekt zum Schlafen für den Winter. Aber da es jetzt richtig warm geworden ist, ist es ein bisschen zu heiß, aber voll cool. Ich finde das so schön. Auch nicht teuer. Und ja, ich verlinke euch das. Hier könnt ihr übrigens auch was reintun, so Naschereien und so vor dem Schlafen gehen vielleicht. Ja, wie gesagt, ich habe euch alles verlinkt und ihr könnt ja mal abstimmen hier oben oder da oben. Ich weiß es jetzt nicht, welches Teil ihr am besten findet. Und dann schaue ich mal, wie eure Bewertungen so sind. So, der nächste Tag, Leute. Ich werde jetzt einmal bügeln. Ich brauche nämlich ein paar Kleider. Es ist draußen so schönes Wetter und wir wollen heute grillen als Familie. Also zu viert. Deswegen dachte ich mir, jetzt ziehe ich ein schönes weites Kleid an. Ja, den Blumen geht es ganz gut. Wir haben ja die Blumen aufgehangen. Und die Lichterkette funktioniert aber irgendwie nicht, weil ich vergesse mal Batterie reinzutun. Ich wusste gar nicht, dass ich noch Batterien extra mit reintun muss. Oh Gott. Das war ein Tier.
Ich warte jetzt auf DHL, weil Lias Rutschfahrzeug müsste kommen. Übrigens gibt es auch bald eine Verlosung. Eine Wickeltasche könnt ihr gewinnen, aber das kommt ganz bald. Also da sage ich euch Bescheid. Ich weiß noch nicht, ob die Verlosung auf Instagram erfolgt oder auf YouTube. Dann. Ich werde jetzt aber erstmal bügeln. Lina macht so lange Bügelperlen, ne? So. Ja, und ich habe das alles zu bügeln. Ja, die Schlabe freut sich, ne? Die macht das nämlich für meine Freundin, diese Bügelperlen. So, ich muss aber jetzt das Akku aufladen, weil das Akku ist leer von der Kamera. So, ich bin jetzt fertig mit dem Bügeln, habe mich schön zurecht gemacht und wir gehen jetzt einkaufen. Ab heute haben ja die Läden wieder auf. Ja, aber ich denke jetzt nicht, dass wir irgendwo hin wollen. Wir wollen eigentlich in die Eifel fahren. Aber eine Stunde mit den Kindern dahin zu fahren und eine Stunde zurück ist ein bisschen lang. Obwohl die momentan 70% auf alles haben. Also wird sich das eigentlich schon lohnen. Wir möchten ja hier einen neuen Tisch. Wir wollen sowas in Marmor. Aber es lohnt sich eigentlich gar nicht. Weil sobald Corona vorbei ist, wollen wir uns ja auf eine neue, also auf Wohnungssuche begeben. Weil wir wollen jetzt eine Wohnung suchen langsam. Und dann wird das bestimmt auch noch eine Zeit dauern. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, weil die dürfen ja keinen Kontakt mit den Mitmenschen haben, sozusagen. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich jetzt, warten wir jetzt nur noch auf Order. Die telefoniert gerade mit meiner Schwägerin und dann fahren wir los. Die Kinder sind auch schon fertig, ready. Ja. Und was wir heute essen, weiß ich gar nicht. Lina hat übrigens ab morgen wieder Sprachtherapie, ganz normal. Also wir gehen wieder in die Praxis. Nur muss ich Lina abgeben und muss dann raus. Und dann Lena wieder abholen. Ja, ich habe aber jetzt gesagt, wenn es okay ist, zweimal die Woche, weil, ja, warum nicht? Sie hatte jetzt momentan eh nicht so viele Kunden sozusagen oder Patienten. Deswegen jetzt zweimal in der Woche. Deswegen ab jetzt zweimal in der Woche. Ich muss aber heute noch das Rezept abholen für Lena, weil ihr Rezept ist voll. Das machen wir auch direkt heute. Schaut mal, wie Lena ausschaut. Lia? Lia? Ja? Wie siehst du bitte aus, Lena? Ich hab wie du die Ohren. Ja, meins ist aber nicht so groß. Aber mein. Ich zeig euch mal kurz unseren Einkauf. Und zwar habe ich ein Kilo Hähnchenbrust gekauft. Ein Trostmittel. Dann habe ich unseren Reis gekauft. Wir holen mal so 5 Kilo, ja. Was ist das? Ich könnte einen Screenshot von machen, wenn ihr den mal ausprobieren wollt, der ist super lecker. Dann einmal Carrots. Toastbrot. Eine Wassermelone. Pampers von Müller sind die, glaube ich. Lina, bin ich Schäfer. So, das sind die Paprikaflocken. Ich weiß jetzt nicht, wie die schmecken, ob die sehr scharf sind, weil uns die sind leer. Das sind die, das ist das, was ich auch immer auf das Blumenkohl und so tue. Hallo. Dann Champignons. Möhren. Diese Koraya. Ah, krass, hört sich an wie Corona. Fisch und Dip. Wo haben wir jetzt dein Essen bei mir? Topfreiniger. Oha, warum hast du dreimal arabisches Brot geholt? Hä? Ja, Knoppers. Knoppers. Dreimal arabisches Brot. Ich bin auch ein bisschen dauerbar krank. Kartoffeln, Tomaten, einmal Äpfel, dann 4 Käsetortellini, dann haben wir einmal Glasreiniger geholt, ein paar Soßenrahmchampignons und für Tortellini. Feuchttücher haben wir wieder gebraucht. Nochmal Schwämme, Bananen,
Zucker. So. Nochmal Kartoffeln. Dann für die Kinder einmal Würstchen. Der Salat zu dem Fisch da. Knoblauch. Was ist das? Salami. Dann eine Sonnenblumenkerne. Nudeln. Gurke und ja, Bohnen. Das war's auch. Wir haben den Stück. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. You better grab that tambourine. Bring a bass, we might be.